Ja, herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Das heutige Video ist wieder an die Anfänger gerichtet auf YouTube, die jetzt sagen, ja, ich möchte ein paar Videos machen, aber wie viele muss ich denn die Woche machen? Gute Frage. Nach dem Intro erzähle ich euch die Antwort. Ja, die Antwort ist ganz einfach. Zwischen 1 und 3 Videos die Woche sollten es schon sein. YouTube ist ja eine automatisierte Plattform. Das heißt, da steckt ein Algorithmus hinter, eine Programmierkette von Ereignissen. Und wenn ihr jetzt so wochenlang überhaupt kein Video macht, dann geht euer Kanal in der ganzen Masse einfach unter, findet kaum noch Beachtung. Und das führt halt dazu, dass ihr halt keine Abonnenten dazu bekommt, keine Viewtime oder Watchtime. Und ja, das ist eigentlich ziemlich schade. Deswegen sollte man schon so 1 bis 3 Videos die Woche machen. Es gibt nirgendwo eine Pflicht, es steht auch nirgendwo geschrieben. Der Algorithmus wird halt geheim gehalten. Und ich mache für mich persönlich so 4 bis 6 Videos im Monat, mal mehr, mal weniger, weil ich sage zu mir, ja, YouTube soll ja auch noch Spaß machen. Es soll ja keine Verpflichtung sein, dass ich jeden Tag ein Video für euch erstelle, weil ich denke, dass ein bisschen Qualität auch ein bisschen Zeit benötigt. Qualität einfach dadurch, dass ich ein bisschen mehr Wert auf meinen Inhalt lege und versuche, euch das ein bisschen besser zu erklären. Die Worte manchmal zu finden, ist zwar nicht ganz so einfach, aber ich denke, dass ich manche Sachen schon ziemlich gut für euch erklärt habe. Also das Feedback sagt es in den vorausgegangenen oder in den vorherigen Videos, ist es einfach so. Da habe ich euch die vermeidbaren Fehler einfach mal aufgezeigt. Verwackelte Videos, gegen das Licht füllen, ja, die Perspektive so von unten nach oben und auch der Ton. Das sind so diese essentiellen Dinge, die ein gutes YouTube-Video ausmachen. Und wenn man jetzt noch schaut, dass man so 1 bis 2 bis 3 Videos die Woche macht, bis zu 6 Stück im Monat, ist mein Ziel, vielleicht ist es euers auch, dann ist es so, dass ja, ein bisschen Wachstum auf euren Kanal entsteht und eure Zuschauer auch automatisch dann auf eure Videos gelinkt werden. Dann wird das vorgeschlagen oder es wird einfach irgendwo oben in den YouTube-Vorschlägen einfach so angezeigt. Oder wenn man nach etwas sucht, dann taucht es weiter oben auf. Ja, möchtest du noch mehr meiner Videos sehen? Abonnier doch einfach diesen Kanal völlig kostenlos auf YouTube. Ihr findet mich auch auf Instagram. Meine neue Webseite findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ich sage erstmal ciao, bis zum nächsten Mal, euer Björn.